Es gibt keine zentrale Stelle, die das Clearing macht von Transaktionen, also so wie ein Clearinghouse oder Kreditkarteninstitut, Bank oder sowas. Das ist per Design im Bitcoin-Netzwerk so gestaltet worden, dass es das ganze Netzwerk quasi gemeinschaftlich was übernimmt, dass es dezentral ist. Das bedeutet, dass es natürlich sehr viel resistenter gegenüber Angriffen ist als zentrales System. Hat zwar auf der anderen Seite natürlich auch Probleme, aber das Bitcoin-Netzwerk und das, die Ideen der Bitcoin wurde so geschaffen, dass es eben dezentral ist. Und global, also nachdem das Internet global ist, ist überall dort, wo das Internet erreichbar ist, ist auch Bitcoin erreichbar. Das ist ein Statement, das Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen, gerne machen. Ich mache es auch gern. Bitcoin ist eine der wichtigsten technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Ich würde inzwischen, das habe ich, die Folie habe ich schon länger drin, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der letzten Jahrhunderte. Ich glaube, dass es später mal in der Geschichtsschreibung so eine Zäsur geben wird vor und nach Bitcoin. Also ich glaube, dass Bitcoin ähnlich wichtig ist wie Druckerpresse oder wie das Internet an und für sich. Weil es Möglichkeiten bietet, die vor Bitcoin und der dahinterliegenden Technologie, die Blockchain-Technologie, die wir vielleicht auch noch besprechen, die davor nicht möglich waren. Wir werden nachher noch eingehen, was das ist, was mich so fasziniert. Das kann man jetzt mir glauben oder nicht, das ist meine persönliche Meinung. Könnt ihr auch rausgehen nach dem Vortrag und sagen, Bitcoin ist ein Blödsinn, ich glaube das nicht, bin ich auch happy damit. Ich werde jetzt vorher noch zum Thema, was ist Bitcoin, muss man dazu sagen, dass mit dem Begriff Bitcoin leider viele verschiedene Dinge bezeichnet werden. Und wenn man Bitcoin sagt, meint man manchmal das und manchmal das. Und dadurch gibt es manchmal auch Affirmierungen. Also Bitcoin an für sich ist einmal die ganze Technologie, die dahinter steht. Bitcoin ist aber auch gleichzeitig das Protokoll. Also es gibt ein Protokoll, um Werte im Internet zu verschicken, ähnlich wie beispielsweise das TCP-IP-Protokoll, das Internetprotokoll ist, wo Pakete ins Internet geschickt worden sind und nach wie vor geschickt werden. Oder das HTTP-Protokoll ist, gibt es auch ein Bitcoin-Protokoll, das dafür zuständig ist, wie die verschiedenen Einheiten miteinander kommunizieren. Das heißt, mit dem Wort Bitcoin wird auch das Protokoll bezeichnet. Aber auch das gesamte Netzwerk der Teilnehmer, der Knoten, die da drin sind, wird auch mit Bitcoin bezeichnet. Manchmal redet man von Bitcoin und meint das Zahlungssystem. Das heißt, ich habe über das Bitcoin-Netzwerk etwas bezahlt, sagt man dann auch, ich habe Bitcoin benutzt. Und schließlich und endlich das, was die meisten von euch wahrscheinlich im Kopf haben, auch die Werteinheit, sprich dieser Token, diese Einheit, die einen bestimmten monetären Wert repräsentiert, wird auch mit Bitcoin bezeichnet. Das heißt, ja, es war vielleicht nicht so schlau von Mafia, das alles mit dem gleichen Wort zu bezeichnen, aber es ist nun mal so. Man muss auch den Hinterkopf behalten, dass es das Wort Bitcoin viele verschiedene Dinge bezeichnet. Bitcoin ist Open Source, das heißt, der Quellcode von Bitcoin ist einsichtig. Man kann auch ein Bitcoin-Netzwerk, Bitcoin-Protokoll und dann am Quellcode mitarbeiten, wenn man Lust hat. Geht einfach auf GitHub, schaut sich den Code dort an und kann Verbesserungsvorschläge einbringen. Auch ganz wichtig, Bitcoin ist keine Firma. Es gibt nicht die Firma Bitcoin, es gibt auch nicht den CEO, den Geschäftsführer von Bitcoin. Bitcoin ist ein Open-Source-Projekt wie Linux oder wie andere Projekte, wo man daran teilnehmen kann, wenn man möchte. Es ist aber nicht aus einem kommerziellen Hintergrund ausgestattet worden. Es gibt auch kein Office. Das ist ein großer Vorteil, denn ansonsten wäre Bitcoin eine Firma, würde Bitcoin wahrscheinlich heute nicht existieren, weil es schon längst verschickt gemacht worden wäre. Weil es natürlich bestimmte Institutionen in Gefängnis bringt, sagt man Monopol zur Geldschöpfung und ähnliches. Also wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass Bitcoin keine Firma ist. Habe ich schon angesprochen. Versucht, so weit es geht, ohne zentrale Instanzen auszukommen. Ich sage, so weit es geht, hundertprozentig dezentralisiert, sowas gibt es nicht, aber so weit es geht. Und Bitcoin ist Peer-to-Peer. Das heißt, eine Bitcoin-Zahlung, eine Bitcoin-Transaktion, das ist auch sehr wichtig, geht immer von einer Person oder von einer Entität zu einer anderen Entität. Dazwischen ist niemand. Was das Ganze natürlich sehr interessant macht, wenn man sich vorstellt, herkömmliche Zahlungen über das Bankennetzwerk oder über PayPal oder über was auch immer, gehen immer über mindestens einen Mittelsmann dazwischen. Also einer muss dazwischen sein, ansonsten geht das nicht. Meistens sind es viel, viel mehr. Also wenn man eine klassische Banküberweisung macht ins Ausland, auf die Philippinen oder wo auch immer, dauert es 3, 4, 5 Tage und dazwischen sind einige verschiedene Banken, Clearinghouses. Bitcoin ist, und das ist vielleicht am Anfang unverständlich, wie das funktionieren kann, aber kann man später erklären, Bitcoin ist wie gesagt eine Peer-to-Peer-Zahlung. Das heißt, bezahle jemanden direkt, ohne dass wer dazwischen ist. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Gebühren, weil wenn keiner dazwischen ist, kann auch keiner dazwischen sein, wenn die Gebühren nicht.
Ich werde jetzt versuchen, zwei Analogien zu bringen, wie man Bitcoin beschreiben könnte. Die eine ist Cash für das Internet. Vor allem aus dem Grund, den ich vorher genannt habe, also es ist eine Peer-to-Peer-Zahlung, es ist quasi wie eine Bargeldzahlung. Man könnte sich vorstellen, wenn ich jetzt 100 Euro aus der Tasche nehme und die jemand von euch in die Hand gebe, dann ist das auch eine Peer-to-Peer-Zahlung, das ist dazwischen. Ich habe es dabei, sonst würde ich da gerne geben. Analog dazu könnte man sich Bitcoin wie Bargeld für das Internet vorstellen. Also ich kann einen monetären Wert von 100 Euro, der durch einen bestimmten Bitcoin-Betrag repräsentiert ist, quer über den Globus schicken und am anderen Ende der Welt kommt er eine Sekunde später raus, Peer-to-Peer, ohne dass er dazwischen ist, und derjenige hat dann diesen echten monetären Wert. Das heißt, Bitcoin ist in gewisser Hinsicht wie Bargeld fürs Internet. Ist aber nur nicht die ganze Wahrheit, aber ist eine Art Teil der Beschreibung. Man könnte auch sagen, Bitcoin ist digitales Gold, denn es kommen noch weitere Eigenschaften dazu. Bitcoin ist nämlich in der Menge begrenzt. Das ist einfach eine Entscheidung gewesen vom Erfinder oder von den Erfindern. Ist einfach im Quellcode zu drinnen, ist eine Designentscheidung. Es gibt maximal, oder es wird maximal 21 Millionen Bitcoins geben. Nicht mehr, nicht weniger. Die kommen im Laufe der Zeit in Existenz, werde ich später noch beschreiben, wie das funktioniert. Aber es ist einfach eine willkürliche Entscheidung gewesen, dass man gesagt hat, man will die Geldmenge limitieren. Das kann man jetzt für gut oder schlecht finden. Ich bin keiner, der in wirtschaftlichen Dingen studiert, ich habe meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass eine Grundeigenschaft von einem guten Geld sein sollte, dass es eben nicht nach Belieben erzeugbar ist und dass es limitiert ist, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber worauf ich hinaus will, durch diese Begrenztheit könnte man sagen, dass Bitcoin gewisse Eigenschaften auch von Gold hat. Eine Frage noch dazu. Bitte, das ist aber keine Wertbegrenzung. Das ist nur die Entität Bitcoin. Genau, also es gibt maximal 21 Millionen von diesen Einheiten. Ja. Wie viel das dann umgerechnet in Euro, Dollar, Yen wert ist, ist ganz eigentlich. Okay. Ja, genau. Wobei man jetzt nicht den Fehler machen sollte, dass man glaubt, dass es 21 Millionen Bitcoins gibt und jeder müsste mindestens einen Bitcoin besitzen. Nein, ein Bitcoin ist unterteilbar in momentan 100 Millionen Satoshis. Also der Satoshi ist quasi der Cent-Betrag, nur halt die Nachkommastellen sind da halt sehr weit nach hinten verschoben. Satoshi ist eine Hommage an den anonymen Erfinder Satoshi Nakamoto. Man weiß nicht, wer Bitcoin erfunden hat. Es gibt Einträge in Foren, aber der Mensch oder die Gruppe oder der Mann, die Frau, wer auch immer das gemacht hat, hat es tunlichst vermieden, irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Meiner Meinung nach war das eine gute Entscheidung. Aber als Hommage an ihn hat man das eben Satoshi genannt. Also ein Bitcoin ist ein Teil bei 100 Millionen Satoshis. Bitcoins werden erzeugt, können erzeugt werden. Und zwar nach folgendem Schema. Bitcoin ist gestartet im Jahr 2009 mit 0 Bitcoins in Existenz. Alle 10 Minuten entsteht in der Blockchain, ich werde es später noch beschreiben, was das eigentlich ist. Die Blockchain ist so die verteilte Datenbank der Transaktionen. Alle 10 Minuten entsteht in der Blockchain ein neuer Block. In diesem Block kommen die Bitcoins in die Welt. Und zwar am Anfang waren es 50 Bitcoins pro Block für die ersten 4 Jahre. Im Jahr 2013, das ist auch die Designentscheidung, die so im Programmiercode drin ist. Alle 4 Jahre, oder eigentlich sind es alle 200.000 Blocks oder so, aber ungefähr alle 4 Jahre, wenn man das rechnet, dass pro Block 10 Minuten dauert, wird diese Menge an neu erzeugten Bitcoins halbiert. Das heißt, im Jahr 2012 ist eigentlich, stimmt nicht ganz, ist diese Menge von 50 neuen Bitcoins pro 10 Minuten, die in Existenz kommen, auf 25 Bitcoins reduziert worden. Das sind wir jetzt ungefähr. Wir sind jetzt schon bei 14 Millionen erzeugten Bitcoins, das heißt, wir haben schon 2/3 der jemals existierenden Bitcoins sind schon in die Welt gekommen. Irgendwann Mitte nächsten Jahres werden diese 25 Bitcoins, die alle 10 Minuten entstehen, wieder halbiert, dann sind es 12,5 pro 10 Minuten. 4 Jahre später wird es wieder halbiert und wenn man das so aufsummiert, dann kommt man eben drauf, dass irgendwann im Jahr 2033 der 21 Millionenste Bitcoin erzeugt wird, also ganz die 21 Millionen Bitcoin erreicht, das sind jetzt so an, so asymptotisch. Das ist das Prinzip, wie die Bitcoins, oder nicht das Prinzip, sondern das ist quasi die Vorlage, wie viele Bitcoins über die Zeit in die Existenz kommen. Hier wieder ein weiterer Vorteil, meiner Meinung nach, gegenüber einem klassischen, traditionellen Geldsystem. Ich kann zu jeder beliebigen Zeit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit abschätzen, wie viel Geld ist im Umlauf. Beim Euro ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, wie viel Euro wir mal im Jahr 2030 haben. Also, einen Moment, dann wieder die Unterscheidung zu treffen zwischen Bitcoin als Einheit und zwischen Werten. Einheit. Weil das Problem ist ja ich persönlich, was ich dabei verstanden habe, darin,
dass die Bitcoin-Einheit nicht gleich der Bitcoin-Wert ist. Korrekt. Und dort habe ich eines der Probleme, auf das man wahrscheinlich später. Ob es ein Problem ist oder nicht, kann man diskutieren, aber ist so. Ja. Also es gibt keine festgelegte Bindung, ein Bitcoin ist gleich oder irgendwas, sondern nachdem Bitcoins eben von keiner zentralen Instanz aus gesteuert werden, kann der Preis logischerweise nur am Markt entstehen durch Angebot und Nachfrage. Kommen wir aber später noch darauf zu sprechen. Was ich noch sagen wollte, was meiner Meinung nach eine wirklich wichtige Eigenschaft ist, ich weiß, wie viele Bitcoins existieren zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Das macht natürlich ökonomisches Planen ganz anders als mit der Euro-Geldmenge, die nach Belieben von einigen wenigen gesellschaftlichen Gruppen gesteuert werden kann. Und der Wert nicht? Der Wert kann eigentlich nicht gesteuert werden. Man könnte versuchen zu manipulieren, wenn man jetzt auf den Markt geht und sagt, wenn ich 100 Millionen Euro Bitcoins kaufen, geht sich der Preis natürlich gegen. Ja, das wird sehr wohl das manipulierbar sein können, so wie die Börse manipulierbar ist. Ja, sage ich. Also es ist manipulierbar mit großen Mengen von Geld oder mit Falschmeldungen oder gehypten Meldungen, das schon. Aber nicht in dem Sinn, dass man jetzt in der Datenbank reinschreiben kann, so viel ist der Bunker wert. Das gibt man. Man kann den Preis nicht festlegen. Manipulieren kann man natürlich schon. Gut, ein paar Dinge, ein paar Eigenschaften von Bitcoin als Zahlungsmittel, das haben wir vorher schon besprochen, von Person zu Person, ohne zentrale Autorität, auch übrigens in der Geldschöpfung, das werde ich später noch erklären, das ist ja das Interessante. Also es gibt jetzt nicht die Firma Bitcoin oder den Verein Bitcoin, der dieses Geld ausgibt, sondern es passiert auch dezentral über das sogenannte Bitcoin Mining, aber das werden wir später noch erklären. Sehr geringe Gebühren, eigentlich im Grunde sind die Gebühren im Bitcoin-Netzwerk optional. Man kann, und das tun auch viele Transaktionen völlig ohne Gebühren verschicken. Man hängt üblicherweise eine kleine Gebühr an, die momentan so im umgerechneten Bereich von 1 bis 2 Euro Cent ist, damit die Bitcoin-Miner, die für die Absicherung des Netzwerks verantwortlich sind, die Transaktion quasi verarbeiten und absichern. Muss man aber nicht machen. Ich glaube, ein Drittel der Bitcoin-Transaktionen sind völlig ohne Gebühren. Aber was interessant ist, die Gebühren sind momentan so, wie gesagt, bei 1 bis 2 Euro Cent, aber unabhängig davon, welchen Geldwert ich jetzt verschicke. Das heißt, ich kann einen Euro verschicken mit einer Gebühr von einem Cent oder 10 Millionen Euro. Bitcoin ist ein Wert von 10 Millionen, weil Euro ja nicht verschickt ist, wenn ich Bitcoin verschicke. Und das Ganze, Bitcoin-Transaktion scheint beim Empfänger ja, üblicherweise unter einer Sekunde auf. Also was halt die Information braucht, um sich zum anderen Menschen vorzulegen. Also was halt so die Latenz im Internet ist. Halbe Sekunde, Sekunde und es ist auf der anderen Seite der Welt. Das macht es natürlich extrem interessant für eine spezielle Gruppe von Menschen, nämlich von Menschen, die keinen Zugang zu unserem traditionellen Bankensystem haben. Es gibt, man schätzt, zwischen 2 bis 3 Milliarden Menschen auf der Welt, die kein Bankkonto haben und auch keines haben können, aus verschiedensten Gründen, weil sie in einem repressiven Staat leben, weil sie nicht einmal die finanzielle Möglichkeit haben, in die nächste Stadt zu fahren und sie ein Bankkonto zu öffnen, weil sie möglicherweise keine Sicherheiten haben. Grunde gibt es genug, es gibt viele Menschen ohne Bankkonto. Auf der anderen Seite ist es sehr interessant, dass beispielsweise in Afrika hat die höchste Zuwachsrate an Smartphones. Die Leute, wenn sie irgendwie an Geld kommen, kaufen sich als erstes, sobald mal die Grundbedürfnisse wie Essen und Trinken abgedeckt sind, ein Smartphone, weil das eine irrsinnig befreiende Technologie ist, weil sie plötzlich in Kontakt mit Menschen stehen können. Das heißt, man braucht, um am Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen, nicht anders als Internetzugang. Da reicht auch langsam Internetzugang. Eine Bitcoin-Transaktion ist keine große Datenmenge. Und das Smartphone. Und plötzlich kann ich mit Leuten in der westlichen Welt, wie mit uns, quasi auf Augenhöhe finanzielle Transaktionen machen. Ist jetzt noch nicht so verbreitet, wie es sein könnte, aber bietet enormes Potenzial. Also ich möchte es nicht schönreden, also es wird momentan Bitcoin-Transaktionen im Vergleich zu herkömmlichen Finanztransaktionen sind nicht klein. Aber es ist ein enormes Potenzial dahinter, das man sich mal anschauen sollte. Diese Einstiegsschwelle, ja, das habe ich eh vorher angesprochen, also man braucht nur Smartphone und Internet und man ist quasi dabei. Man braucht nämlich auch nicht jetzt zu einer Bank gehen und sich dort ein Konto eröffnen, zur Bitcoin-Bank, sondern man installiert sich diese App und hat es. Fertig, das dauert 10 Sekunden. Ja, weltweite Zahlungen möglich, das Internet kennt keine Grenzen, insofern kennt auch Bitcoin keine Grenzen. Auch die Personen ohne Bankkonto. Datensicherheit, damit meine ich, verglichen beispielsweise mit einer Kreditkartenzahlung. Heute wird ja viel von dem, was im E-Commerce passiert, über Kreditkartenzahlungen abgewickelt. Ist Bitcoin ein völlig anderes Konzept, denn bei einer Kreditkartenzahlung gebe ich meine Kreditkartennummer und meine Daten dem Händler. Die Kreditkartennummer und diese
diese drei lustigen Ziffern, die das Ganze absichern sollten auf der Rückseite, sind in Wirklichkeit nichts anderes als das Passwort zu meinem Bankkonto. Und ich sage dem Händler, bitte nimm dir so viel, wie wir ausgemacht haben, aber nimm da nicht mehr. Und wenn du mehr nimmst, dann muss ich bei der Kreditkartenfirma anrufen. Und wenn du auf die Daten nicht aufpasst und die Kreditkarte landet irgendwo bei Bösewichten, dann muss ich die sperren. Das heißt, es ist eigentlich ein eigenartiger Vorgang. Bitcoin-Zahlung ist ganz anders. Bitcoin-Zahlung ist so, dass ich, oder eigentlich meine Bitcoin-Wallet, meine Bitcoin-Geldbörse, eine Zahlung signiere und dieses Paket, wo drinnen steht, so und so viele Bitcoins sollen an diese und jene bezahlt werden, das wird dann als Push-Transaktion zum Händler geschoben. Der Händler hat keine Möglichkeit von mir was zu ziehen, also von meinem Bankkonto was rauszunehmen, sondern ich schiebe das Geld zu ihm. Das ist quasi, wie vorher angesprochen, wie Bargeld. Das macht auch für Händler sehr, sehr interessant, weil eine Bitcoin-Transaktion ist unumkehrbar. Das ist wie Bargeld. Wenn der Händler mal Bitcoins hat, dann hat er. Dann kann er sicher sein, dass die Zahlung erfolgreich war. Eine Kreditkartenzahlung, jeder, der selber einen Online-Shop betreibt, weiß das, kann 30, 60, 90 Tage wieder zurückgebucht werden vom Kunden. Und er sagt, das stimmt immer. Das ist natürlich aus Konsumentensicht was anderes. Großer Vorteil, gar keine Frage. Aus Händlersicht ist es ein großer Nachteil. Das heißt, wenn ich mein Wallet verliere, habe ich meine Bitcoins. Im Grunde ja, man kann aber Backup von der Wallet machen. Also man kann die Bitcoins wieder herstellen. Wenn man das aber nicht tut, sind die Bitcoins weg. Ja? Und man kann jetzt auch nicht bei der Bitcoin Bank anrufen und sagen, bitte stellt mir wieder her, weil das geht nicht. Also dieser inoffizielle Slogan von Bitcoin ist Be Your Own Bank. Das bietet große Möglichkeiten, aber hat natürlich auch ein großes Sicherheitsrisiko, sage ich ganz ehrlich. Also das muss man gegeneinander abwägen, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. Wenn es nie mehr als 8 Millionen gibt, ja. Und irgendwann mal sind letztlich alle weg, genau diese Art und Weise. Naja, weg, sie sind im Umland. Sie verschwinden ja nicht. Den Bitcoin, den ich habe, und einen Händler weiter schickt der dann wieder weiter, um dort zu kaufen, Geld zirkuliert, der wird jetzt auch schon. Die Osten. Wenn ich die Auberzahlung mache, dann verbrennt der Händler das ja auch nicht, sondern der Auberzirkuliert weiter. Ja, aber mit der Analogie zu Bargeld, ja. Wenn es nur, sagen wir mal, 1000 Cent Stücke gibt, ja, irgendwann liegen alle diese Centstücke in einem Gulli, zwischen den Rätseln im Sofa oder so und so. Achso, ja, das stimmt. Es gehen Bitcoins verloren, ganz wichtig. Es sind vor allem in den Anfangszeiten von Bitcoins sehr, sehr viele Bitcoins verloren, weil es noch nichts wert waren, weil keiner wusste, dass das mal das Wertvolles werden wird. Also, es gibt eine interessante Geschichte von jemandem, der hat 8 oder 9000 Bitcoins auf einer Festplatte von den Early Days gelagert gehabt, hat die Festplatte dann einmal beim Ausmisten einfach weggeschmissen, wo die Bitcoins nichts wert waren. Und heute steht diese Mülldeponie, wo die Festplatte liegt, unter Polizeischutz, weil dort Leute nach der Festplatte suchen. Kein Scherz, in Irland ist das. Also es gehen de facto Bitcoins verloren, diese 9000 Bitcoins werden nie mehr auftauchen. Ist kein Problem. Im Grunde, man könnte auch mit einem Bitcoin auskommen. Denn der Bitcoin ist beliebig nach hinten, nach der Kommastelle, aufgrund teilbar. Und ich kann, ob ich jetzt 21 Millionen habe, 100 Milliarden oder 10 Bitcoins, ist im Grunde wurscht. Weil wenn die Geldmenge mal limitiert ist und ich kann es aber in Untereinheiten unterteilen, dann kann ich eigentlich mit jeder beliebigen Einheit arbeiten. Aber es geht de facto definitiv Bitcoins verloren, das ist so, ja, das ist richtig. Und die sind dann auch unwiederbringlich weg, die kann man nicht mehr wiederherstellen. Außer man findet wieder die ursprüngliche Wallet und der sie gespeichert sind. Sehr interessant auch für Microtransactions. Also ich kann ja theoretisch einen solchen Satoshi verschicken, also das wäre dann ein Millionstel von einem Euro Cent. Ist gerade für Leute, die im Internet Content erzeugen, auch für Zeitungen, sicher was man sich anschauen sollte, weil man dadurch erstmal möglich ist, dass man wirklich kleine Beträge verschickt. Also interessanterweise, Microtransactions sind für Firmen wie PayPal oder so alles unter 5 Dollar, weil was natürlich sehr, sehr viel ist, wenn ich jetzt einen Artikel lese, zum Beispiel auf einer Website, und ich möchte dann automatisch bezahlen, dann würde ich jetzt keine 5 Dollar dafür bezahlen, dann möchte ich vielleicht 10 Cent oder 1 Cent dafür bezahlen. Das ist über PayPal nicht möglich, weil die Gebühren einfach viel zu hoch sind. System wäre das möglich. Und Bitcoin ist zensurresistent, was meine ich damit? Wenn man sich diese Geschichte mit Wikileaks in den Kopf ruft, die da gewesen ist, also Wikileaks ist eine Entwicklungsplattform, die ursprünglich Spenden entgegengenommen hat über die traditionellen Kanäle wie PayPal und Kreditkartenzahlungen und normale Banküberweisungen. Der US-amerikanische Staat hat es dann natürlich opponiert, weil er hat natürlich was gegen Wikileaks gehabt. Und man kann natürlich so und so einschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was die gemacht haben. Fakt war jedenfalls, dass aufgrund eines Anrufs sämtliche Kreditkartenunternehmen und PayPal die Zahlungen an Wikileaks einfach eingefordert haben. Das heißt, man kann mit politischem Druck
ein traditionellen Geldsystem Geldflüsse stoppen. Das ist manchmal gut, manchmal nicht. Und ich habe eine persönliche Einstellung, ich finde, es sollte nicht möglich sein. Im Bitcoin-System ist das nicht möglich, weil kann nicht anrufen bei der Bitcoin-Bank und sagen, bitte diese Zahlung stoppen. Das heißt, alles, was sich innerhalb des Bitcoin-Systems abspielt, ist, und das meine ich jetzt damit zensurresistent, das heißt, kann natürlich auch damit die Al-Qaida finanzieren. Also wenn ich jetzt an Leute, die unserer Meinung nach bösewichtig sind, Geld schicke, ist das natürlich über das Bitcoin-System möglich. Auf der anderen Seite bietet es Möglichkeit für Leute, die in repressiven Staaten unterwegs sind und Oppositionelle sind, dort unter Anführungszeichen vom traditionellen Geldwesen abgeschnitten sind, über diesen Bitcoin-Kanal nach wie vor Finanztransaktionen tätig zu können. Schwieriges Thema, weil, ja. Und diese Protokolle sind nicht störbar? Das heißt, dass ich sage, okay, ich unterdrücke diese Verbindung oder störe sie in einer Weise? Es ist bis heute nicht möglich, sagen wir mal so. Bitcoin ist vom Prinzip her ähnlich wie das BitTorrent-Netzwerk. Das ist dieses File-Sharing-Netzwerk, wo sie die Filmindustrie seit ja, mittlerweile 10 Jahren dagegen versucht zu wehren. Es ist technisch nicht möglich, man müsste das Internet ausschalten. Wenn ich einen Router den Content analysiere, dann ging es aber schon. Dann ging es schon, dann mache ich einen VPN auf und schaue, dass die Daten irgendwie verschlüsselt oder VPN steht nicht schon unter einem Lüft, das ist nicht schon mal. Also, man kann es natürlich versuchen, aber ich glaube, dass es de facto nicht auf digital ist. Sehr schwierig. Wenn es über 443 schickt, dann ist es auch durch. Bitte? Ich sage, wenn er das über 443 schickt, über ein Port 443, ja. Durch. Ja. Das ist ein paar Bits und durch. Bitcoin-Transaktion ist ein groß. Ja. Diese Grafik soll nur mal veranschaulichen, wie das Bitcoin-System wächst. Das sind die Transaktionen pro Tag, die getätigt werden. 2009 hat es gestartet mit 0, klarerweise, und heute, 2015, sind wir so bei ungefähr 100.000 Bitcoin-Transaktionen, die pro Tag passieren. Also 100.000 Mal in der Welt, 100.000 Mal am Tag schicken wir auf der Welt Bitcoins an den anderen. Ist immer noch sehr, sehr wenig, wenn man weiß, dass das Kreditkartennetzwerke wie Visa oder Mastercard, die machen in ihren Stresstests, simulieren die 20.000, 50.000 Transaktionen pro Sekunde. Und das kann das Netzwerk handeln. Davon ist Bitcoin natürlich noch sehr weit entfernt. Also 100.000 Transaktionen am Tag natürlich nichts. Aber perfekt, wie man sieht. Ja, und ich möchte euch jetzt einfach mal kurz eine Bitcoin-Transaktion zeigen. Und zwar habe ich da Folgendes vorbereitet. Üblicherweise mache ich das sonst immer über Lieferservice.at. Die nehmen nämlich Bitcoins und bestellen eine Pizza, aber nachdem ich nicht gewusst habe, wo ich das daher ich da bestellen kann, machen wir was anderes. Und zwar das ist jetzt diese Bitcoin App. Das ist jetzt nichts anderes als, liebe Kollege, du wolltest nicht Accept. Okay. Ja, Accept und dann wirst du kommen. Okay. Bin ich dann schon wieder ausgelockt worden. So, das ist eine Website, die nennt sich Satoshi Box. Da kann man einfach irgendwelche digitalen Contents, sei es ein Bild, sei es ein Musikfile, was auch immer, das habe ich vorher gemacht, hochladen und für einen bestimmten Bitcoin-Betrag zum Verkauf anbieten. Dauert nur 10 Sekunden, also kann man nachher durchgehen, wenn es sich interessiert. Ich gehe da jetzt als Kunde hin und sage, ich würde das Geld kaufen, 0,005 Bitcoins, ich habe da einfach euer Logo hinterlegt. Das ist die Bitcoin-Adresse, an die ich senden soll. Und das ist der QR-Code von dieser Bitcoin-Adresse, das ist nichts anderes als diese Adresse in dieses Kassenmuster reinkodiert, damit ich das nämlich jetzt mit meiner Bitcoin-Wallet, die ich am Handy habe, also mit der Bitcoin-Geldbörse auskennen kann. Das mache ich hier auf, die Wallet. Das ist nichts anderes als eine App, die man sich runterladen kann. Und in dieser App habe ich jetzt einige Bitcoins drauf, oder nicht einige Bitcoins, aber einen Bitcoin-Betrag. Und ich scanne das jetzt einfach ab. Meine App sagt jetzt, okay, möchtest du 5000 Bits oder 0,005 Bitcoin schicken. Na, wie viel hat das jetzt an Wert? Ungefähr 1 Euro oder so. Aha. Dann drücke ich auf Senden. Und das war's. Die Zahlung, das ist eine Bitcoin-Zahlung. Keine Kreditkartendaten oder irgendwas. So bezahle ich auch üblicherweise, wenn ich kann, im Internet. Das ist vom Sicherheitsaspekt was ganz was anderes. Und der Kunde ist selber auch noch verschlüsselt oder nicht? Der ist nicht verschlüsselt, weil die Adresse ist öffentlich. Das ist nur die Empfangsadresse vom Händler, wobei der Händler jedes Mal eine neue Adresse generiert. Und jetzt habe ich schon Zugriff auf das File. Ich habe einfach, wie gesagt, nur irgendeine
JPEG runter, hochgeladen, das habe ich jetzt runtergeladen. So, das ist es. So einfach ist es. So einfach kann ich auch digitalen Content plötzlich zum Kauf anbieten. Ich brauche mir nicht anmelden bei dieser Mastercard oder immer. Also, das, es gibt Plugins für jeglichen Online-Shop. Das war übrigens das Teil, das ich gekauft habe. Ein bisschen teuer, aber das kann man eh gratis im Internet besorgen, aber okay. Es gibt Plugins für nahezu jeden Open Source Online-Shop, um Bitcoin-Zahlungen anzunehmen. Ist für jeden, der online irgendwas verkauft, sehr, sehr interessant. So, jetzt möchte ich einen kurzen Ausflug machen ins Geld oder in die Geldtheorie. Wenn euch das nervt, dann bitte sagt es mir. Ich finde es persönlich sehr wichtig, dass man darüber nachdenkt. Und zwar mit dem Bitcoin-System, wenn man das als Geldalternative sieht, dem klassischen Geldsystem, unserem Euro-Staatsgeldsystem mal gegenüberstellen. Und bitte Achtung, das sind jetzt meine persönlichen Gedanken, ich habe es vorgestellt, ich habe mit Wirtschaft studiert, was vielleicht der Vorteil ist. Das ist alles mein persönliches Gedankengut, das ich mir im Laufe der Zeit, seit ich mich mit Bitcoin beschäftigt, erst angeeignet habe. Ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist. Es ist jetzt wirklich nur meine Meinung und meine Gedanken dazu. Es gibt ein interessantes Statement von Henry Ford, oder es wird ihm zumindest zugeschrieben, aber dass er gesagt hat, das ist keine Ahnung, aber ich kann das nur streichen. If people would understand our banking and monetary system, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. Sprich, wenn die Leute, wenn das Volk verstehen würde, wie unser Banken- und unser Geldsystem funktioniert, dann hätten wir Revolutionen noch bevor der Morgen graut. Weil nämlich unser Geldsystem einige inhärente Fehler hat, meiner Meinung nach. Organisierte Kriminalität, andere Formen. Ja, kann man sagen. Die Geldmenge, die wir vorher gesehen haben im Bitcoin-System, ist vorhersehbar. Und zwar zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Die Geldmenge bei uns im Staatsgeldsystem ist nicht vorhersehbar, nämlich in keiner Weise. Ich glaube nicht einmal die Leute, die an den Schaltstellen sind, wissen, wie viel Geld morgen oder nächsten. Moment, da ist aber ein Denkfehler dabei. Ja. Ja. Also vergleichen hier Bitcoin-Einheiten, ja, die beschränkt sind, gegen Geldeinheiten, also herkömmliche Währungseinheiten, die identisch sind mit dem jeweiligen Wert. Ich glaube, da ist ein Denkfehler dabei. Ne? Die identisch sind mit dem jeweiligen Wert. In der Währung, was ist der Wert von einem Euro? Ein Euro. Genau. Ja. Und wenn man sich der Wert von einem Bit ist aber nicht ein Euro, sondern je nach einem Bitcoin. Das ist ein Bitcoin. Es gibt keinen intrinsischen Wert von einem Euro. Der Euro-Wert ergibt sich dadurch, dass jemand anders bereit ist, dafür irgendwas herzugeben. Moment, so glaube ich funktioniert das nicht, weil das habe ich schon gesehen bei Händlerangaben. Ja. Wenn dann jemand was verkauft in Bitcoin-Einheiten, dann müsste ja theoretisch jeden Tag einen anderen Bitcoin-Wert dort hinschreiben, weil der Kurs jeweils ein anderer ist und der monetäre Geldwert ein anderer. Man orientiert sich als Händler, nachdem natürlich die ganze Welt eher an Euro denkt als in Bitcoin, hängt man sich natürlich am Euro auf. Aber wenn man jetzt mal auf die Basis geht und fragt, was ist der Wert von einem Euro, ist der Wert von einem Euro ein Euro und der Wert von einem Bitcoin ist ein Bitcoin. Und der Wert von einem Euro ist ja auch nicht festgelegt, der ändert sich ja im Laufe der Zeit. Es gibt einen Konversionskurs. Es gibt einen Konversionskurs. Aber nicht in der drastischen Änderungsmöglichkeit, die bei Bitcoin möglich ist. In der drastischen Änderungsmöglichkeit? Bitcoin war über die letzten 3 Monate stabiler als Euro-Dollar. Bitcoin hat sich in den letzten 5 Jahren oft extrem entwickelt. Ja, ich denke da an die Börsencrashes oder Pseudo-Börsencrashes, die es so in Südostasien gegeben hat. Bitcoin-Börsen, die dort teilweise auch behauptete Manipulationsvorwürfe. Ja, gibt es ganz sicher. Schauen wir uns die Geschichte an. Okay, Sie haben recht, aber 1929, 2008, das sind auch Crashes, die kommen auch von woher. Ja, ich erkenne immer wieder bei Ihren Aussagen, Sie vergleichen hier einen Bitcoin mit einem Wert, einer herkömmlichen Währung. Ja, der Bitcoin ist ja nur der Transportbehälter für einen Wert, der momentan. Der Geldschein ist der Transportbehälter für die Währung, die du hast. Genau. Es gibt niemanden, der sagt, ein Euro ist gleich eine Semmelwert. Okay. Dieser Wert ist aus. Wenn Sie sagen, die Bitcoin-Umrechnung ist stabiler als die EU-Währung in den letzten paar Monaten, dann gilt Ihre Aussage. Aber ich habe in Erwähnung, dass die Bitcoin. Bitcoin ist extrem volatil und es wird wieder extrem volatil. Genau. Ist ganz richtig. Ist momentan natürlich ein Nachteil. Momentan stabil vielleicht. Ist ein Nachteil für jeden, der mit Bitcoin-System handelt. Ja, ganz richtig. Wir müssen erst einmal schauen, was Fiat-Geld ist. Genau, Fiat-Geld. Ja, Entschuldigung, das sollte ich erklären. Fiat-Geld kommt, also das Wort Fiat, es gibt im Lateinischen das Fiat Lux, diesen Spruch, den kennt man jetzt leider nicht. Und insofern ist dieser Begriff des Fiat-Gelds
bezeichnet Geld, das einfach aufs staatliches Dekret hin zu Geld wird, weil der Staat sagt, das wäre Geld. Der Staat sagt, alle Staatsbürger in dem Land müssen das Geld akzeptieren und deswegen ist es Geld. Es ist nicht deswegen Geld, weil sich die Leute das ausgesucht haben, wie zum Beispiel, wenn sie sagen, ich möchte jetzt mit Gold handeln, weil das hat den Wert für mich oder mit Weizen oder was auch immer, sondern Fiat-Geld ist per Staatsdekret verschaffenes Geld und es hat einen Wert zu haben. Und daher, das ist der Unterschied, also das ist eine eigene Kategorie von Geld, auch eine Geldtheorie. Das nennt man einfach Fiat-Geld. Damit meine ich jetzt das Geld, das vom Staat erschaffen wird in Nationalbank und in Geschäftsbanken. Es schöpft aber nicht nur der Staat das Geld, sondern das machen die Banken. Genau. Auf das komme ich noch. Bei Bitcoin ist eben kein beliebiges Gelddrucken möglich. So, man kann zwar Bitcoins erschaffen, aber man kann nicht nach Belieben Bitcoin erschaffen. Um Bitcoins zu erschaffen, muss man extrem viel Rechenleistung ins System stechen. Das ist ähnlich wie beim Gold. Man kann Gold zwar aus dem Erdboden rausholen, aber nicht einfach nach Belieben, indem man reingreift, sondern man braucht einen großen Aufwand an Maschinen, an Technik. Deswegen nennt sich das Schürfen der Bitcoins im Bitcoin-System auch Bitcoin Mining, angelehnt an das, wie es im Goldwesen ist. Großer Unterschied, im Euro-Geldsystem, oder lassen wir mal den Euro ausfallen, im Fiat-Geldsystem können diejenigen Gruppen in der Gesellschaft, die an den entsprechenden Positionen sitzen, mehr oder weniger nach Belieben Geld erschaffen. Ich sage mehr oder weniger, ganz so stimmt es nicht, aber fast nach Belieben. Im Bitcoin-System ist es nicht möglich. Im Bitcoin können nur diese Bitcoins erzeugt werden, die diesem Algorithmus folgen. Und also können auch Geld vernichten. Sie können auch Geld vernichten, genau. In jeder Zeit. Können Sie auch. Du sagst, die Währung ist obsolet. Genau. Wir machen eine neue Währung, die Abwertung. Genau. Geht, ja. Geht. Und ein großer Unterschied: Bitcoin ist nicht schuldenbasiert. Denn, und jetzt kommen wir auf das, was Sie vorher angesprochen haben: so gut wie jeder Euro, der bei uns in unseren Geldtaschen ist, der bei uns am Bankkonto liegt, ist die Schuld von jemandem anders, weil er durch einen Kredit in die Existenz gekommen ist. Geld entsteht bei uns im Fiat-Geldsystem immer durch Kredit von jemandem. Und das Interessante ist, es ist nur zu einem kleinen Teil der Zentralbank, die das Geld, die Zentralbanken machen das harte Cash, das wir da im Geldtaschel haben, also die Münzen und die Scheine. Aber der allergrößte Teil des Geldes, das ist das, was wir als Giralgeld oder als Buchgeld auf den Bankkonten haben, wird von den Geschäftsbanken hergestellt, und ist halt wirklich hergestellt, über 95% des Geldes, nämlich durch Kreditvergabe. Und das ist ein Punkt, den viele Menschen nicht wissen oder nicht darüber Bescheid wissen. Es ist bei einer Kreditvergabe nicht so, dass die Bank das Geld von der Oma, die es zum Sparen gebracht hat, einfach in den Häuselbauer weiterschiebt, sondern die Bank drückt vereinfacht gesagt auf den Knopf, wenn jemand 100.000 Euro haben will, und es erscheint 100.000 Euro auf dessen Bankkonto. Diese 100.000 Euro waren vorher nicht da. Die Geschäftsbanken haben das Monopol gemeinsam mit den Zentralbanken auf Geldschöpfung. Es entsteht bei jeder Kreditvergabe neues Geld. Dazu nur als Gegenstück, wie gesagt, ich will das alles entwerten. Ich meine, ihr hört meine persönliche Währung da raus, aber ich sage, das ist meine persönliche Einstellung. Ich möchte nicht sagen, dass das eine System besser ist als das andere. Ich sage, es ist jetzt in Bitcoin das erste Mal ein völlig anderes System da, das es vorher nicht gegeben hat. Also wenn man Zweifel oder Kritik am jetzigen Geldsystem hat, hat man einmal eine Möglichkeit, da anders zu verwenden. Bei Bitcoin ist es eben nicht so. Also Bitcoin ist nicht schuldenbasiert, Bitcoin ist in dem Sinne ähnlich wie Gold, das hole ich aus der Erde raus und es ist kein Schuld von dem anderen, sondern ich habe dann den Wert und freue mich, dass ich den verwenden kann. Und was ich auch noch ansprechen möchte, Geld am Bankkonto ist kein Geld. Geld am Bankkonto ist eine Forderung an die Bank, dass sie mir irgendwann einmal, wenn ich zum Bankomat oder zum Schalter gehe, Bargeld gibt. Wenn die Bank pleite geht, wissen wir, es gibt Einlagensicherungen und alles Mögliche, aber wenn mehrere Banken pleite gehen, dann ist das auch nichts mehr wert. Das heißt, übrigens, gesetzliches Zahlungsmittel in Österreich ist nur Bargeld. Das heißt, wenn Sie von jemandem Banküberweisung annehmen, dann ist das schön und gut, weil Sie darauf vertrauen, dass Sie immer nur wieder Bargeld kriegen. Aber das ist eine Banküberweisung oder das Giralgeld, das am Konto liegt, ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist auch sehr interessant. Gesetzliches Zahlungsmittel ist eigentlich nur Münzen und Banknoten. Das wird sich auch bald ändern wahrscheinlich, oder? Das wird sich möglicherweise bald ändern, wenn wir gar kein Bargeld mehr haben. Ja, das ist schon das Abschaffen. Kann sein. Also, der Trend geht dorthin, ja? Das stimmt so. Kennt jeder von uns 100 Millionen Markschein, Weimarer Republik? Warum passiert sowas? Vereinfacht gesagt, meiner Meinung nach deswegen, weil man einfach nach Belieben Geld drucken kann. Die Überlegung ist sehr, sehr einfach. Wenn ich
zu einem Zeitpunkt A eine bestimmte Geldmenge habe, die sagen wir mal aus 1000 Einheiten besteht, und zum Zeitpunkt B, eine Woche später, eine Geldmenge habe, die aus 100.000 Einheiten besteht, dann ist es völlig klar, dass eine Einheit von diesen 100.000 viel weniger Kaufkraft hat als eine Einheit von diesen 1000, die davor waren. Das heißt, mit jedem Mal, wo Geld entsteht und Geld produziert wird, wird natürlich das, was ich in meinem Geld da schon übrig habe, und wert wird. Das ist meiner Meinung nach der Grund für das, was wir Preisinflation nennen. Eigentlich ist, wenn man sich anschaut, Inflation wird heute als Preissteigerung bezeichnet, oder umgekehrt, Preissteigerung wird als Inflation bezeichnet. Eigentlich sollte man sagen, dass Inflation die Ausweitung der Geldmenge ist und die Folge davon ist eben die Preissteigerung. Und sowas haben wir in der Weimarer Republik gesehen, nicht nur dort, da schaut es dann so aus, da wird wirklich das Geld verbrannt, weil der Heizwert höher ist als der eigentliche Geldwert, mit dem man sich was kaufen kann, in dem man nichts mehr kaufen kann. Aber Achtung, das ist sowas, wo man sich denkt, okay, das war halt vor 100 Jahren oder vor 70 Jahren, das kommt ja nicht mehr vor. 2008, 100 Trillionen Dollar in Zimbabwe. Und da schaut es so aus, dieser Herr geht einkaufen mit dem Geld. Das heißt, das Fiat-Geldsystem, das wir jetzt haben, steuert immer, wenn man die Geldmenge beliebig wachsen lässt und wenn man das zulässt, immer auf sowas raus. Es geht nicht anders. Außer man sagt von heute auf morgen, okay, es geht dann so weiter, wir streichen jetzt Nullen oder es gibt einen Staatsbankrott oder was auch immer. Dann, oder es gibt einen Börsencrash, dann kann man natürlich wieder bei Null anfangen. Ich wollte nicht nur demonstrieren, dass es halt einen Unterschied zwischen diesen zwei Denkweisen gibt und wollte nur mal aufzeigen, dass man vielleicht darüber nachdenkt, wie unser Geldsystem funktioniert. Weil ich habe, bis ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe, immer gedacht, Geld ist einfach was, das ist eh ganz klar, und Inflation ist irgendwie auch was Gottgegebenes, es muss einfach so sein, dass das Geld immer weniger wert wird. Seit ich Bitcoin kenne, weiß ich, dass Geld einer Evolution unterworfen ist und dass möglicherweise Bitcoin auch eine interessante Richtung ist. Das ist ja auch ein Grund, warum die Staaten relativ relaxed auf Schulden sind. Natürlich. Weil die werden auch immer weniger wert. Momentan haben wir eine Inflation. Ja. Das ist damals gefallen, wie die Golddeckung weggefallen ist. Genau. Also einerseits ist das Bretton Woods-System, wo eine halbwegs vernünftige Golddeckung war, das heißt, das hat geheißen, jeder kann einen US-Dollar gegen, glaube ich, na, 30 US-Dollar gegen uns jetzt Gold oder so eintauschen und sowas. Bis man dann draufgekommen ist, wie die Leute ja Gold holen wollten, vor allem bevor sowas, die haben sie gerade, die Amerikaner, die haben einfach nach Berlin Geld gedruckt und dann hat man gesagt, wir können eigentlich nicht weitermachen. Und seitdem ist eigentlich die Geldentstehung völlig ungefesselt. Und falls jemand von euch glaubt, dass es sowas wie eine Golddeckung gäbe, das ist schon längst passiert, das gibt's. Die Nationalbanken haben zwar ein bisschen Gold im Safe liegen, aber das ist im Vergleich zu dem, was da im Urlaub ist, verschwindet. Wenn man den Wert wahrscheinlich reduzieren wird von Euro jetzt, da was Gold wirklich dahinter liegt, wird man schön blöd schauen. Ja, das habe ich schon angesprochen. Das ist für mich was sehr, sehr Interessantes, also habe ich aber vorher schon vorgegriffen. Vielleicht mal ganz kurz zur Praxis. Wenn ich jetzt sage, mich interessiert Bitcoins, ich finde das ein interessantes System, wie bekomme ich Bitcoins? Ich kann mir einfach Bitcoins kaufen. Also, wenn jemand von euch sagt, na bitte, ich hätte gerne Bitcoins um 10 Euro, dann sage ich, bitte gib mir einen 10 Euro Schein, ich schicke da jetzt sofort Bitcoins zu einem Preis, den wir uns ausmachen. Es gibt auch zig Online-Börsen, wo man im größeren Sinne Bitcoins kaufen kann, da meldet man sich einfach an, hat dann ein Benutzerkonto, schickt dann per Banküberweisung 500 Euro hin oder 1000 Euro und kann dort dann zum jeweiligen Preis Bitcoins kaufen. Es gibt eine Webseite, komisch, dass ich das gar nicht drauf habe, die heißt localbitcoins.com, da sind Privatpersonen einfach registriert als Käufer oder Verkäufer, die kann man einfach im Café austreffen. Eine viel einfachere Möglichkeit, an Bitcoins zu kommen, ist, indem man einfach sagt, naja, zusätzlich zu Euro oder was auch immer ich akzeptiere ich für meine Arbeit, für meine Produkte, Dienstleistungen Bitcoin. Das machen inzwischen viele Leute, das mache ich auch. Und gibt es da einen Markt dafür? Also gerade auch in Österreich? Also sagen wir mal so, wenn man zum Beispiel jetzt als Handwerker, ja, wenn ich jetzt Handwerker bin und, ja, und also ich hab meine Radrenovierung letzten Sommer mit Bitcoins bezahlt. Also unser Installateur in Graz nimmt Bitcoins seit 2 Jahren oder so und ich war glaube ich der vierte. Aber ganz ehrlich, das ist halt ein spezielles Segment. Wenn man jetzt beispielsweise in einen Online-Shop hat und es geht irgendwie in die Richtung Technik oder so, dort gibt es sehr, sehr viele Leute, die Bitcoins bezahlen inzwischen. Wir haben in Graz zum Beispiel um die Ecke bei uns im Büro einen Wirten, der nimmt auf unser Zuladen hin Bitcoins und der hat 20, 30 Kunden, die pro Woche mit Bitcoins zahlen. Also es kommt immer darauf an, in welchem. Das macht man über Smartphone. Das macht man über Smartphone, genau.
Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Und wenn jemand kommt und bezahlt, okay, auch gut. Man hat ja keine Kosten, man installiert sich die App und fertig. Also man braucht jetzt nicht anmelden und zahlt irgendwie ordentlich was oder was, sondern man sagt, ich nehme auch Bitcoins. Wie, also ob ich Euro nehmen würde. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, und zwar ist das Bitcoin Mining. Das ist das, wie irgendwie Bitcoins entstehen. Das ist ein eigenes komplexes Thema, also wir können es gerne ausführen. Es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schwierig zu durchschauen am Anfang. Wenn es Interesse gibt, kann ich gerne versuchen, es zu klären. Ich versuche es mal ganz, ja, wie lange haben wir Zeit? Naja, eine Stunde ab Beginn bis drei Viertel haben wir Zeit. Viertelstunde noch? Viertelstunde noch, dann hätten wir eine Diskussion. Wir können die Viertelstunde dazu nehmen, aber dann geht die Zeit von der Diskussion ab. Ja, dann werde ich schnell durchspringen. Ja, und so, da, also wie gesagt, Viertelstunde bis. Oder wenn es Fragen gibt, sonst gehen wir gleich in die Diskussion. Lassen Sie die. Bitte, ja. Wie kann ich jetzt mit mir herausfinden, für wie viel Euro ich jetzt sinnvollerweise Bitcoins kaufe und wie kann ich herausfinden, ob das ein guter oder ein schlechter Preis ist? Es gibt einfach eine Website, also es gibt viele verschiedene Websites. Die Website, die ich jetzt nehmen würde, nennt sich. Na, zum Beispiel bitcoinity.org. Also es ist so, es gibt, wie ich vorher angesprochen habe, es könnte sein, dass die Internetverbindung schon wieder weg ist. Ja, oder ich habe mich vertippt. Na. Momentan, wenn wir auf Euro gehen, sagen wir mal, es gibt, das Kraken ist einer der großen Online-Börsen. Da ist der Preis jetzt, sekundenaktuell, bei 218,5 Euro pro Bitcoin. Da kann man auch nachschauen. Die großen Börsen, das sind Tausende, Abertausende von Leuten angemeldet, die geben so globale Preise ungefähr vor, weil da kommen jeden Tag Tausende von Käufern mit Verkäufern zusammen. Und es ist im Prinzip, natürlich kann man versuchen zu manipulieren, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Angebot und Nachfrage. Wenn viele Leute Bitcoins kaufen wollen, wird der Preis tendenziell steigen. Wenn viele Leute Bitcoins verkaufen wollen, wird er tendenziell eher fallen im Preis. Es gibt zig solcher großen Börsen, wo jeden Tag Zehntausende von Bitcoins gehandelt werden. Die haben alle relativ unterschiedliche Preise, weil sobald der Börse einen anderen Preis hat, wird es natürlich jemand versuchen auszunutzen und so ergibt sich da ein relativ ähnlicher Preis bei den großen Börsen. Und von denen abgeleitet, also wenn ihr zum Beispiel jemanden von euch Bitcoins verkaufen würdet, würde ich einfach selber nachschauen, okay, wie viel würde ich eigentlich kriegen, wenn ich es auf einer Börse verkaufen würde, würde den Preis quasi als Grundlage nehmen und dann sagen, ja, tue ich nur 5% drauf, weil wir ausverdienen oder so und dann wäre das mein persönlicher Max-Definite-Preis. Es gibt ganz viele andere, also wir haben zum Beispiel in Graz einen Bitcoin-Automaten, wo man, da braucht man sich gar nicht anmelden, da geht man hin und steckt mit 10 Euro mit Cash rein. Da haben wir auch einen Aufschlag von 4%, weil wir müssen den warten, wir müssen das Cash zur Bank bringen etc. Da haben wir natürlich wieder einen eigenen Preis. Wir verkaufen auch online, über Sofortüberweisung, da ist unser Preis, unser Einkaufspreis plus 2%. Das heißt, es gibt eigentlich verschiedene Bitcoin-Preise. Es gibt jetzt nicht den einen Bitcoin-Preis. Aber auf dieser Website zum Beispiel kann man sich so ungefähr ein Bild darüber machen, was der Preis heute ist. Kann man auch nachschauen, wie der Preis vor 3 Tagen ausgeschaut hat, zur Kurve, oder vor 7 Tagen, oder vor 30 Tagen. Also es ist relativ, und anfangs relativ stabil, also zwischen 200 und 220 Euro hat sich das in den letzten 30 Tagen abgespielt. Wobei man dazu sagen muss, wenn wir schon vom Preis reden, möchte ich nicht verschweigen, dass der Preis, wie angesprochen, sehr volatil sein kann oder ist. Ne? Das ist mal aus. Gibt es in Wien auch einen Bitcoin-Automaten? Es gibt seit letzter Woche einen Automaten in Wien, den ich noch getestet habe. Also ich weiß nicht, ob er funktioniert, aber es sollte einen geben. Und wir werden als Firma nächste Woche am Hauptbahnhof einen installieren. Das heißt, dann gibt es schon zwei. So. Muss ich mir zeigen, dann so. Wie bekommt der Bitcoin jetzt von Automaten aufs Handy oder wo halt immer liegt? Der liegt auf unserer Bitcoin Wallet quasi, auf unserem Server und wir initiieren dann einfach eine Zahlung und die wird dann einfach an den Kunden verschickt. Ach so, also das ist. Ganz kurz mal zum Preis, weil das muss man wirklich erwähnen. Was ist der Bitcoin-Preis seit Beginn in US-Dollar? Mhm. 2010 war es so, da haben sie 50 bis 100 Leute weltweit mit dem beschäftigt. Das war für Nerds und Geeks und Freaks, das war. Die haben herumgespielt damit. Alle haben riesig viel Bitcoins gehabt, denn bei Bitcoin ist es so, wenn viele Menschen an diesem Bitcoin-Mining teilnehmen, dann kriegt der Einzelne, der Bitcoin-Mining betreibt, nur wenig raus. Wenn wenige teilnehmen, dann wird die gleiche Menge, ich habe es gesagt, alle 10 Minuten kommen 25 Bitcoin in die Existenz. Wenn wenige Menschen sich am Mining beteiligen, dann kriegen die Einzelnen mehr Bitcoins raus.
Also 2010 haben vielleicht 50 oder 100 Leute Bitcoins verwendet und jeder von denen hat viele Bitcoins gehabt und andere haben in Bitcoin-Forum geschrieben, ja, ich würde auch gerne was damit machen, sonst ist es ja nur Spielgeld. Derjenige, der mir eine Pizza nach Hause bestellt, bekommt dafür 10.000 Bitcoins. Damals wurde das erste Mal ein Preis festgelegt. Also eine Pizza, sagen wir 20 Euro, ist gleich 10.000 Bitcoins. Das waren Bruchteile, 1 Cent. Das war eine teure Pizza damals. 2011 hat es die erste Blase gegeben, die sieht man da nicht, weil die Skalierung nicht passt. Da ist der Bitcoin-Preis erstmals über 1 Dollar oder so gestiegen und ist dann wieder runtergecrashed. 2013 hat es nur eine Blase gegeben, dass er erstmals über 266 Dollar gestiegen ist und wieder runtergecrashed. Hier 2014 ist einmal über 1200 Dollar gestiegen und ist seitdem wieder runtergecrashed. Wenn man sich das als logarithmisch anschaut, sieht es ein bisschen anders aus, da sieht man auch diese Blasentwicklung besser. Bitte, kein Investmentrat von mir. Ich möchte niemandem sagen, bitte jetzt das gesamte Kapital und die Ersparnisse in Bitcoin investieren. Ich würde aber jedem raten, vielleicht hier um 5 Euro Bitcoins zu kaufen, weil um sie erstens zu verwenden und zweitens mal, ich glaube, dass der Bitcoin-Preis nach oben hin sehr, sehr Lust hat. Wenn Bitcoin sich als Technologie durchsetzt und Bitcoin hat momentan so ein Netz, das wächst irrsinnig schnell, und man weiß, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoins gibt und es wollen mehr und mehr Menschen Bitcoin verwenden, weil sie da Sachen machen können, die sie vorher nicht haben machen können, dann muss der Bitcoin-Preis zwangsläufig ansteigen. Ich sage, kein Investmentratschlag, bitte lieber dieses Bild im Kopf behalten, das ist Crash, das ist wahrscheinlich besser, aber wer 10 Euro übrig hat, die er vielleicht sonst in einem Blödsinn investiert hätte, kann sich ja überlegen, ob er sich nicht mehr Bitcoin kauft. Gibt es eigentlich Hinweise, was zu diesen Spitzen oder Crashes geführt hat? Ja, also es gibt verschiedene Auslöser dafür. Also es hat meistens was mit Medienhype zu tun. Dass irgendein Ereignis der Auslöser ist, dadurch kommst du in die Weltöffentlichkeit, die Leute sagen, ah, das ist total spannend, und schau, der Preis, der steigt. Und dann tut sich das so quasi self-fulfilling prophecy, bis zu dem Zeitpunkt, wo es einfach nicht mehr haltbar ist, weil der Preis einfach viel zu hoch ist im Vergleich zu dem, was wirklich in der Realwirtschaft und Anführungszeichen passiert. Denn wenn man zum Beispiel hier, man hat hier gesehen, wie es auf 1000 Dollar, das ist innerhalb von wenigen Wochen von 100 Dollar auf 1000 Dollar gestiegen. Das war völlig verrückt, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass jetzt plötzlich das Bitcoin-Netzwerk oder die Anzahl der Benutzer so viel gestiegen wäre. Also das hat mit der Realität nichts zu tun gehabt. Und da sieht man dann immer, aha, das sollte lieber vorsichtig sein, das ist dann abgekoppelt von der Realität. Andere Frage noch, ich weiß nicht, ob Sie dazu noch hinkommen. Wie schaut es denn mit der gesetzlichen Lage aus? Andererseits für die Leute, die Bitcoins erzeugen, in Österreich, wird es wahrscheinlich nicht so viel geben. Da können die, auf der anderen Seite hinsichtlich finanztechnischer, buchhalterischer Maßnahmen. Da könnt ihr einen eigenen Vortrag drüber machen. Also okay, nein, ich wollte noch kurz sagen. Ganz, ganz kurz anschneiden. Also gehen wir auch schon in die Fragerunde, oder? Wir sind ja österreichische GmbH und wir haben wirklich inzwischen schon zigtausende von Bitcoin-Transaktionen über unsere ganzen Kanäle. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie das ausschaut. Es hat letzten Jahres von den NEOs mitinitiiert eine parlamentarische Anfrage gegeben an den Finanzminister und an den Wirtschaftsminister. Die war sehr gut ausgearbeitet mit vielen Detailfragen. Also wie ist das zum Beispiel? Eine ganz wichtige Frage ist, muss man, wenn man Bitcoins verkauft, gewerblich Umsatzsteuer drauflegen, oder nicht? Das Interessante war, das war auch eine Frage, die in dieser Anfrage drin gewesen ist. Das Interessante war, dass Finanzminister und Wirtschaftsminister völlig diametrale Antworten gehabt haben. Der Finanzminister hat gesagt, es ist ein Wirtschaftsgut, das heißt, man muss wie auf jedes andere Gut oder auf jede andere Ware die Umsatzsteuer drauf. Und der Wirtschaftsminister sagt, nein, das ist doch ein Finanzinstrument, das hat überhaupt nichts mit einer Ware zu tun, ich kann nichts anderes machen damit als zu bezahlen. Natürlich keine Umsatzsteuer. Also das ist, so ist es halt in Österreich und wir können uns das jetzt aussuchen als Firma, wie wir es machen. Wie wir es machen, ist es falsch wahrscheinlich. Wir gehen momentan so vor, dass wir sagen, auf den gesamten Bitcoin-Betrag wäre es unlogisch. Wir schlagen die Umsatzsteuer auf unsere Marge auf. Das heißt, wenn wir 2% Marge haben oder eine Kommission verrechnen, dann tun wir die Umsatzsteuer fest drauf. Das ist, glaube ich, ein gangbarer Weg. Hoffentlich bleibt so. Es ist dazu beim EuGH gerade ein Banner hängen, das wahrscheinlich nächstes Monat entschieden wird. Und dann gibt hoffentlich die EU-weite Regelung dazu. Ansonsten ist es so, die Verwendung von Bitcoins ist total egal. Also es verbietet weder der Staat Österreich, es gibt zwei Staaten auf der Erde, Bolivien und Island, die gesetzlich ein Problem damit haben, wenn jemand Bitcoin verwendet. Island wahrscheinlich, weil sie nach dem Crash Probleme oder Angst gehabt haben, dass die Leute jetzt in Bitcoin flüchten. Ansonsten ist es in jedem Staat der Land völlig legal, Bitcoins zu verwenden. In der Buchhaltung ist es relativ einfach, wenn man Bitcoin als Zahlungsmittel annimmt, man muss einfach den entsprechenden Euro-Wert reinschreiben. Man kann leider heute noch nicht reinschreiben, ich habe in meiner Buchhaltung Bitcoin, sondern ich muss es natürlich mit dem Euro-Wert verbuchen. Das heißt, ich sage, Tageskurs 218 Euro, ich habe Bitcoin verdient, ist gleich
218 Euro. Ist nicht so schwer. Aber es gibt natürlich viele Detailfragen, die noch offen sind in dem. Das ist für uns als Bitcoin-Unternehmer natürlich, sagen wir so, spannend. Bitcoin-Miner gibt es in Österreich überhaupt? Es gibt Bitcoin-Miner, ja. Also das Bitcoin-Mining, ich möchte es nur ganz kurz ansprechen, damit wir das noch ganz kurz haben. Das Bitcoin-Mining hat zwei Dinge, die auf geniale Art und Weise miteinander verbunden werden. Zwei Funktionen. Auf der einen Seite, schon angesprochen, die Bitcoins kommen durch das Bitcoin-Mining in die Welt, in die Existenz. Auf der anderen Seite wird durch das Bitcoin-Mining das ganze Netzwerk abgesichert. Und zwar ist es so, wenn ihr jetzt ungenutzte Rechenleistung habt, zum Beispiel auf einem Rechner, könnte ich den als Bitcoin-Miner umfunktionieren, indem ich die Software runterlade. Und der Bitcoin-Miner oder mein Rechner stellt dann dem ganzen Netzwerk Rechenkraft zur Verfügung, um die Transaktionen abzusichern, um zu schauen, dass das alles so nach den Regeln läuft. Natürlich kostet mir das Strom, und warum soll ich das machen? Die Hardware kann ich vielleicht etwas anders verwenden. Das braucht man natürlich nicht umsonst. Man macht es deswegen, weil man als Belohnung dafür einen gewissen Anteil an Bitcoins bekommt. Auf diese Art und Weise hat man es geschafft, inzwischen den größten Supercomputer der Welt gratis zu bauen. Das Bitcoin-Mining-Netzwerk ist bei weitem der größte Supercomputer, wenn man es zum Beispiel auf den Mining-Algorithmus bezieht. Und zwar, der ist stärker als die Top 250 Solo-Supercomputer zusammen. Aber wenn man sich das einmal veranschaulicht, dann weiß man, wie man es in 5 Jahren geschafft hat, ein Zahlungsnetzwerk aufzubauen, das viel mehr Rechenkraft hat als jegliches andere Zahlungsnetzwerk und Zahlungen viel sicherer absichern kann. Man darf eben jetzt irgendwie also den Fehler begehen und den Trugschluss, man hört auf der Bitcoin-Mining, ja, da kann man ja nach Belieben Bitcoins erzeugen. Nein, so ist es nicht. Du musst extreme Rechenleistung zur Verfügung halten. Bitte. Trotzdem stellt sich mir der Vergleich mit Gold ist ja nicht so schlecht. Das ist ja auch beim Goldschürfen so, die Unze Gold hat einen bestimmten Wert. Wenn es mir jetzt mehr kostet, eine Unze Gold aus dem Boden zu holen, als sie wert ist, dann zahlt sich das nicht aus. Und irgendwann wird das ja mit dem Bitcoin-Mining auch passieren, weil es kommen immer weniger Bitcoins heraus. Das irgendwann einmal steht je mehr Strom und Rechenleistung und Hardware-Bauer hinein, als das Ganze noch wert ist. Ja, es ist im Bitcoin-Netzwerk genau das, was wir angesprochen haben, ist nachmodelliert worden. Und zwar gibt es einen Parameter, der nennt sich Difficulty-Schwierigkeit. Je mehr Miner teilnehmen, desto höher wird diese Difficulty, desto weniger kann der Einzelne rausbekommen. Das heißt, irgendwann einmal wird wer seinen Bitcoin-Miner abschalten oder sagt, das ist nicht mehr profitabel und verharrt sie mehr Strom, als sie Bitcoins bekommen. Dann fällt die Difficulty wieder. Da verdienen die Leute, die noch im Netzwerk sind, wieder mehr dadurch. Das heißt, es ist ein selbstregulierendes System. Das ist genial. Bitte. Was ungefähr errechnet ein Laptop in dieser Ausbaustufe jetzt pro Jahr an Bitcoins, wenn ich das völlig irrelevant. Würde 1000-mal mehr Strom kosten, als es an Bitcoin bringt. Muss man ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass so viele Menschen inzwischen schon teilnehmen, sind Leute natürlich auf die Idee gekommen, eigene Chips zu bauen, die nichts anderes machen als Bitcoin Mining. Die sind solchen normalen, generellen Chips natürlich bei weitem überlegen. Ich kann keine Zahl sagen, weil es ist so verschwindend gering, es wird sich überhaupt nicht auszahlen, das auf so einem Rechner zu machen. Man kann es auch Spaß machen, wenn es einen interessiert, wie das funktioniert. Man wird vielleicht, keine Ahnung, im Monat Bitcoin zum Wert von 10% Cent. Vorher der Größe noch mit dem überhaupt, würde ich mal sagen, wird sich nicht auszahlen. Bitte. Wir haben gesagt, es gibt eine bestimmte Entstehungsrate. Ja, genau. Für Bitcoins, die gegen Null geht, je weiter man macht. Ja, richtig, ja. Ja. Immer halbiert. Und das Mining kann nur von der Rate aus versorgt werden, oder? Das Mining kann, ja, und das Mining kann nur von den Bitcoins nehmen, beim Schürfen, sonst entsteht nichts. Das heißt, es wird dahin gehen, dass wenn die Entstehungsrate null wird, ist das Mining auf jeden Fall obsolet. Ja, dann gibt es noch was wir vergessen haben, also ich vergessen zu erwähnen. Es gibt ja diese Transaktionsgebühren, die wir am Anfang angesprochen haben, die man heute noch optional macht. Das ist die sogenannte Mining-Fee. Man gibt also einen kleinen Bitcoin-Betrag, hängt meine Transaktion an, die bekommt dann derjenige Miner, der meine Transaktion bearbeitet, die ist heute noch relativ gering und unbedeutend zum Vergleich zu den 25 Bitcoins, die sowieso entstehen. In Zukunft geht man davon aus, dass je kleiner diese Belohnung pro Block wird, also diese Halbierung, desto teurer werden Bitcoin-Transaktionen werden, weil man natürlich eine Mining-Gebühr anhängen möchte, weil man den Miner motivieren möchte, dass die Transaktion aufhängt. Das heißt, man geht davon aus, dass nach wirtschaftlicher Logik irgendwann im Jahr 2030 die Bitcoin-Zahlungen oder das Mining-Netzwerk nur mit den Transaktionsgebühren finanziert werden.
Man könnte sich auch denken, dass bis dahin aber Bitcoin 100.000 Euro wert ist. Das heißt, ein kleiner Bitcoin-Betrag ist schon genug wert, um das Mining zu finanzieren. Aber ich sage es ganz ehrlich, wie sich das ausspielen wird, keine Ahnung, es kann genauso sein, dass es so ist, dass es nicht funktioniert. Und sobald diese Belohnung pro Block zu klein wird, dass das Mining-Netzwerk nicht mehr so funktioniert. Man kann es nicht vorhersehen, man kann sich nur verschiedene Szenarien durchdenken. Ich bin ziemlich sicher, dass das funktionieren wird, weil jetzt schon die Transaktionsgebühren immer wichtiger werden. Aber es wäre vermessen zu sagen, dass ich wüsste, wie es ausspielt. Aber das ist ein guter Einwand. Ja. Sonst noch Fragen? Ich hätte sonst noch. Wie viele Firmen die Bitcoins nehmen? Gute Frage. Es gibt momentan ungefähr 100.000 Akzeptanzstellen weltweit, wobei man schwer abschätzen kann, weil man sie ja nicht registrieren muss, aber das ist so eine grobe Schätzung. Das Beispiel, das ich vorher schon genannt habe, ist Lieferservice.at, das ist wirklich super, da kann man quasi in jeder Stadt in Österreich Pizza oder was auch immer bestellen. Und es gibt eine Website, die heißt coinmap.org. Das ist das de facto Register für Offline-Geschäfte, in dem Sinn physische Geschäftslokale, Restaurants, Bars, wo auch immer. Es gibt übrigens, das ist lustigerweise, wenn man hier keinen Deck, dieses Bar ist 200 Meter von hier entfernt. Die Bar in Dünn, da kann man mit Bitcoin bezahlen. Also da kann man auch rübergehen und kann man sich hier mit Bitcoin bezahlen. Und jetzt die Frage, wie kann ich als Privatperson jetzt, wie komme ich zu Bitcoin, wenn ich quasi mich selbst vermarkten möchte, muss ich dann an dich heranleiten oder? Du kannst zu mir kommen, entweder bei uns beim Automaten Bitcoins kaufen oder online über unsere Webseite oder du gibst einfach ein Bitcoin kaufen im Internet. Ich meine, es gibt 100.000 Möglichkeiten. Ja. Kannst du nochmal die Coinfolie zeigen? Ich habe das übrigens, also diese Infos von diesen Bankinfos sind alle auf dem Flyer, den ich durchgegeben habe. Also den anderen Flyer meine ich, nicht dieses Booklet, sondern auf diesem Thema. Online kann man so ziemlich alles kaufen, also seit Ende letzten Jahres haben sich Microsoft und Dell entschlossen, Bitcoin als Zahlungsmittel zu nehmen. Die denken drüber nach, die machen das nicht einfach aus einem Namen heraus, das heißt, das hat auch Symbolcharakter. Amazon weigert sich nach wie vor, was er weigert sich oder sieht noch keine Notwendigkeit. Schauen wir mal, wie lange es so bleibt. Gibt es Tauschbörsen, wo ich was anbiete, zum Beispiel eine Dienstleistung, wo ich dann Bitcoins bekommen könnte? Tauschbörsen? Na, zum Beispiel, bitte dann, keine Ahnung, wie eine Handwerksleistung und ich werde das Verwandten von Bitcoins bezahlt. Ja, also dieses CoinMap.org ist das letzte Verwandten. Ich kann das als Handwerker eintragen, als Restaurantbesitzer.